Schwestern und Brüder, wann hat Ihnen das letzte Mal jemand gesagt, fürchte dich nicht? Möglicherweise haben Sie gehört, es ist nicht so schlimm, Sie werden es schon durchstehen, halte durch, wird schon wieder besser werden. Ein fürchte dich nicht, welches nicht nur gut gemeint ist, sondern auch Gutes wirkt, ein solches fürchte dich nicht, will Gott jedem Menschen sagen. Und durch Jesus haben wir es ganz deutlich gehört, fürchte dich nicht. Ganz unabhängig davon, was dir Angst machen könnte. Petrus wollte auf Distanz zu Jesus gehen oder wollte Jesus wegschicken. Geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Wir zwei haben nichts miteinander zu schaffen. Du bist der Heilige, du wirkst solche Zeichen und Wunder. Ich bin ein Sünder. Also am besten ist es, wir gehen weit auseinander, damit du nicht von mir angesteckt wirst und du auch nicht belästigt wirst von einem Sünder. Und doch sagt Jesus ganz anders. In anderen Evangelien ist es so schön formuliert: Komm her, folge mir nach. Ich mache dich zum Menschenfischer. Wenn du, Petrus, oder du, Mensch hier in Linz, wenn du dir die Angst nehmen lässt, die dir übrigens nur Gott für alle Zeiten nehmen kann, wenn du dich befreien lässt und somit es dir möglich ist, dass du wirklich befreit, in Freude, in Gelassenheit, in Zuversicht, in Zuneigung zu den Menschen, wenn du richtig befreit bist, dann wirst du, ohne dass du dich speziell anstrengen musst, Menschen einladen, auf mich, würde Jesus sagen, zu schauen. Also Menschen einladen, Menschen herholen, Menschen fischen, Menschen mit Jesus in Kontakt bringen, das gelingt denen, die aus dem Kontakt mit Jesus ein neues Lebensgefühl, eine neue Erfahrung gemacht haben. Im Laufe des Lebens wird der Mensch geformt, gestaltet, zur Persönlichkeit wird der Mensch hoffentlich durch die Persönlichkeiten, denen er begegnet. Also durch die Begegnung mit Menschen, von denen wir sagen können, ja, die zeigen uns etwas vom Leben. Die sind lebendig, die sind nicht verängstigt und die sind nicht niedergedrückt, die haben sich nicht seelisch in die Knie zwingen lassen. Menschen, die noch immer begeistert sind vom Leben, die trotz allem begeistert sind, obwohl sie offene Augen haben und obwohl ihnen ständig nahegebracht wird, wie schwierig, wie kompliziert, wie leidvoll das menschliche Dasein sein kann. Menschen, die sich von Jesus ansprechen lassen, ja noch mehr, die sich von Jesus in den Dienst nehmen lassen, die haben eine Wirkung, weil Jesus selbst auf sie wirkt. Ja, der Apostel Paulus, ein ehemaliger Christus-Verfolger, späterer Christus-Nachfolger, der sagt sogar, dass Christus mit ihm wirkt. Für Paulus ist all das, was er unter dem Begriff Gnade zusammenfasst,
All das ist gemeint, was er durch Jesus begriffen hat. Und so sagt er, dass er sich abgemüht hat für die Anliegen Gottes. Er sagt, mehr als sie alle, die anderen Apostel meint er, mehr als sie alle habe ich mich abgemüht. Und gleich korrigiert er sich und sagt, nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir. Also, wir können das, was Jesus mit dem Wort fürchte dich nicht, auch in Verbindung bringen mit dem Wort Gnade, für manche ein Fremdwort, ein Wort, wo der Inhalt noch nicht ausgelotet ist. Mit dem Wort Gnade meint der Apostel Paulus, und sollen wir meinen, dieses Zusammenwirken von zwei Persönlichkeiten. Die eine Persönlichkeit, dürfen wir ruhig sagen, ist Gott, ist Jesus, ist der Heilige Geist. Also diese drei Personen laden mich ein, mit ihnen zusammenzuwirken. Und dieses Zusammenwirken ist mehr als das, was Petrus anfangs getan hatte. Nämlich Petrus hat am Anfang dem Herrn das Boot zur Verfügung gestellt, weil er es ja in diesen Stunden nicht gebraucht hat. In der Nacht hat er gefischt, erfolglos. Dann war das Boot frei. Herr, du kannst es haben, natürlich. Ich habe den Eindruck, dass manche Menschen unserem Herrn Jesus Christus das anbieten, was sie halt gerade frei haben, was sie halt gerade zur Verfügung haben. Ich will ja nicht sagen, was sie selbst nicht brauchen. Manche bringen ihre Freizeit ganz gut ein in das Christsein. Es braucht aber auch Menschen, die die gesamte Existenz einbringen, wie wir es eben bei Petrus sehen, der sich dann nicht nur mit seinen Werkzeugen, sondern mit seinem ganzen Dasein, mit seinem Leben, mit seiner Existenz auf Jesus einlässt. Wir wollen also nicht nur irgendwelche Begabungen Jesus anbieten, sondern idealerweise und nicht nur idealerweise die gesamte Existenz. Nur derjenige, der sich dem Größeren anvertraut, kann erleben, was es heißt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, wenn sich da sein Mensch ins Herz sprechen lässt, also in die Mitte des Lebens hinein, dann wird sein Alltag, seine gesamte Lebenssituation von einem neuen Geist durchwirkt, gestaltet und es zeigt sich, welcher Geist im Menschen ist. Derjenige, der den Geist Jesu in sich haben will, in sich leben und wirken lässt, der kann anderen auch sagen, fürchte dich nicht. Der muss nicht sagen, wenn du es machst, wie ich will, dann geht's gut. Sonst gibt's die Peitsche. Nicht Zucker, Brot und Peitsche ist die Art Jesu, die Art Gottes, sondern die Zuwendung, die den Menschen gut macht. Also wir werden gut aus der Beziehung. Ich wünsche uns allen, dass wir das erleben. Amen. Je besser wir Gott kennenlernen, desto inniger und größer wird die Sehnsucht und der Wunsch, dass Gottes Wille geschehen möge.
So spricht Jesus: Ich schenke mich in dein Herz, damit wir gemeinsam Menschen in das Reich des Friedens, der Gerechtigkeit und Liebe führen. Ich wünsche, dass wir in der Gemeinschaft mit Jesus weise Menschen sind, die gut sortieren können, was für Sorgen sind berechtigt, welche unberechtigt für unseren Alltag, dass wir als frohe Jüngerinnen und Jünger Jesu auftreten, erbitten wir den Segen Gottes.